Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Und es hat ein bisschen mit dem zu tun, was Thomas gerade auch schon erzählt hat. Es geht um das Thema Influencer. Und wie finde ich eigentlich den richtigen Influencer für meine Marke? Ich sehe eine Unruhe hier im Raum. Ein paar Leute gehen, aber ich fange einfach mal an oder ich labere einfach weiter. Das ist ja auch in Ordnung, oder? Alles gut? Also, wie finde ich eigentlich die richtigen Influencer für meine Marke? Da kann man natürlich irgendwie sagen, ich gehe auf mein Bauchgefühl und schaue, ach ja, der gefällt mir ganz gut oder der ist irgendwie ganz witzig oder so. Oder man kann natürlich auch sagen, ich ziehe große Zahlenkolonnen zur Beratung, KPIs und ähnliches. Und einer, der das professionell macht, ist unser nächster Gast hier auf der Bühne. Er ist CMO und Co-Founder von Reachbird. Reachbird ist ein Anbieter von einer Influencer-Marketing-Technologie. Seit Anfang 2016 gibt es diese Firma. Er hat das gegründet mit Kommilitonen während seines Studiums. Und ich bin gespannt, was er uns gleich erzählen wird. Julian Frese, willkommen auf der Bühne. Hallo. Hi. Vielen Dank, Franziska, für die nette Vorstellung von meiner Person. Ich habe mich heute echt gefreut, hier zu stehen. Und weil ich über ein Thema rede, was eigentlich jeden Marketer beschäftigt. Und zwar, wie finde ich die richtigen Influencer, die perfekten Influencer für meine Brand? Und dieses Thema wird häufig in den Medien diskutiert und es wird gesagt, okay, soll ich lieber mit kleineren Influencern zusammenarbeiten oder mit großen, wie die Caro Dauer, die jetzt in jeder Liftfahrzeule hängt? Und sind die Follower dieser Influencer überhaupt echt, ja, oder sind die bezahlt? Und ich möchte euch eigentlich mit dieser Präsentation mitgeben, wie ihr mit Daten, also datenbasiert, richtige Entscheidungen treffen könnt. Und bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich meine allgemeine Meinung zum Thema Influencer-Marketing euch mitteilen. Und zwar ist Influencer-Marketing nichts anderes als Empfehlungsmarketing. Es gibt es schon immer. Wenn es ein Marketer geschafft hat, dass ein zufriedener Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergibt, dann tick in the box, hat man es geschafft, aber es ist leider nicht so einfach. Durch das Web 2.0 ist das Internet aber so dynamisch und so interaktiv geworden, dass jeder Käufer aktuell zum Verkäufer werden kann, innerhalb von Sekunden, indem er Meinungen teilt. Und wenn jeder von uns hier im Raum wahrscheinlich hat schon vor dem Kauf eines Produktes einmal YouTube-Videos oder Vergleichsvideos angeschaut, irgendwelche Blogs gelesen und diese, garantiere ich euch, haben euch dazu geführt, ob ihr ein Produkt kauft am Ende oder nicht. Das Besondere im Influencer-Marketing ist, dass es für die Werbeindustrie nun steuerbar geworden ist. Und dieser Wechsel von der Empfehlungsmarketing hin zur Empfehlungsökonomie ist ein Riesenwandel in der heutigen Zeit. Und Influencer sind eigentlich das Wertvollste in dieser ganzen Ökonomie. Durch ihre Glaubwürdigkeit und ihre Reichweite oder Blogger schaffen sie es, Meinungen von anderen Leuten auf eine sehr authentische Art und Weise zu überzeugen und zu verändern. Und wir haben nur ein riesiges Problem in diesem ganzen Markt. Es gibt Millionen Influencer da draußen, Leute, die potenziell für die Marke möglich sind. Und diese wechseln sich jeden Tag, wachsen sie dynamisch. Ist keine statische Sache und jeder von uns könnte theoretisch morgen Influencer werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist der richtige Influencer für meine Marke? Wenn man ins Web geht, sieht man eigentlich tagtäglich Daten, hochqualitative Daten über Meinungen, Gefühle, Produktempfehlungen. Wenn man hier mal anschaut, die Posts, manche Leute äußern sich negativ, wenn sie zum Beispiel ein Flugzeug Müll hinterlassen finden oder Daniel Wellington die Uhr super gefällt. Und wenn man sich die Post genau anschaut, sieht man, dass die Meinungen oder die ganzen Gefühle über Text, Bilder, Likes, auch die Emojis, die lustigen Zeichen da und Hashtags und Shares und Menschen, Ratings kommuniziert werden und zum Ausdruck gebracht werden. Und die große Frage ist, warum man eigentlich diese Daten nicht nutzt, um wirklich den richtigen Influencer für sich zu identifizieren als Marke.
Ich würde gerne mit einem Beispiel starten. Nehmen wir mal an, ich bin Social Media Manager von TUI und möchte jetzt den perfekten Instagram Travel Influencer finden. Das Erste, was ich machen würde, ich würde auf Instagram gehen, Hashtag Traveler eingeben und würde dann auf ein Profil wie den Bartler stoßen, der sehr viel in diesem Bereich schreibt. Er hat 15.000 Follower, durchschnittlich 7,45% Engagement Rate und hat schon ungefähr 1.500 Beiträge veröffentlicht. So meine erste Einschätzung, wenn ich dieses Profil sehen würde, auf jeden Fall not bad, ja, also keine schlechte Einschätzung. Und würde ihn auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Wenn man jetzt aber die einzelnen Bilder im Bereich Urlaub und Strand zum Beispiel sich rauspickt, auf Basis von Texten, Emojis und Bildern, kommt man aber auf eine durchschnittliche Engagement Rate, wenn man diese Bilder zusammenfasst, von 4,9%, was 3% unter dem Durchschnitt liegt. Und das ist natürlich für eine Brand wie TUI jetzt nicht so prickelnd, obwohl jetzt 4,9% nicht schlecht ist. Wenn man das Gleiche nochmal macht, im Bereich Flugzeug, die Bilder analysiert, die Texte rausfiltern kann, kommt man auf eine durchschnittliche Engagement Rate, das heißt der Likes und Kommentare im Verhältnis zur Followeranzahl, auf 10%. Was über dem Durchschnitt liegt. Die Frage ist natürlich jetzt für TUI, ist dieser Influencer richtig für mich? Ich meine, 5% ist eine ordentliche Engagement Rate, aber für eine Fluggesellschaft wie Emirates wird dieser Influencer viel, viel angebrachter und viel effektiver als jetzt für TUI. Das heißt, man kann wirklich themenbasiert am Ende, als Marketer will man ja nicht wissen, was ist die durchschnittliche Engagement Rate oder Interaktionsrate von den Influencer, sondern möchte wirklich wissen, wie gut performt dieser Blogger, Influencer, egal auf welchen Kanälen, es sind überall die Daten verfügbar, auf ein bestimmtes Thema. Und das ist ja wirklich das, was mich am Ende interessiert. Weil durch diese Kennzahl haben wir, ohne es zu bemerken, zwei neue Kennzahlen im Influencer-Marketing geschaffen. Das ist zum einen die Topic Distribution. Die sagt aus, wie oft schreibt dieser Influencer über ein bestimmtes Thema im Vergleich zu seinen ganzen anderen Bildern. Und das zweite ist die Topic Engagement Rate. Wenn er über dieses Thema schreibt, wie hoch ist seine Interaktionsrate? Und diese Kennzahl ist extrem entscheidend für Marketingentscheidungen. Und können sogar die Performance voraussagen. Also wir haben sehr viele Kampagnen, die über unsere Plattform laufen, sind fast identisch mit der Vorhersage von den historischen Daten. Das sind quasi ein Jahr zurück die Daten kumuliert und kann man schon fast vorhersagen, welche Performance der Influencer auf einem bestimmten Bereich haben wird. Ein weiteres Beispiel, was man mit so schönen Daten machen kann, es gibt häufig in den Medien, es wird diskutiert über den Vergleich zwischen Mikro- und Makro-Influencer, welchen Influencern soll ich jetzt zusammenarbeiten. Und wir haben einfach eine 500.000 Instagram-Posts analysiert und haben geschaut, was kommt am Ende bei raus, wenn man die Follower-Reichweite mit der Engagement vergleicht. Und da haben wir herausgefunden, dass ab 40.000 Followern die Engagement unterdurchschnittlich sinkt. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht mit großen Influencern zusammenarbeiten soll. Es kommt immer auf das Unternehmensziel drauf an. Aber man muss solche Daten muss man als Marketingchef oder Social Media Chef muss man besitzen, um wirklich valide Aussagen und Entscheidungen treffen zu können. Ich habe noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Und zwar kam Lindt zu uns vor einem halben Jahr und wollte Lindt Schokolade, die leckere Schokolade, kam zu uns und wollte wissen, welche Influencer wirklich zur Marke passen. Und was unser Ansatz war, um mal ein bisschen anders zu denken, wir haben alle Hashtags, alle Posts unter dem Hashtag Lindt Schokolade auf Instagram haben wir analysiert. Und was ist dabei rausgekommen? Zum einen, wie zu erwarten war, dass die meisten Posts am 1. Dezember wegen dem Weihnachtskalender, im Valentinstag und zu Ostern quasi generiert wurden. Das ist jetzt nichts Besonderes, das hätte man auch vermuten können.
Was aber erstaunlich war, ist, dass unabhängig von diesen saisonalen Ausschlägen, es auch andere Ausschläge gab, die extrem hoch waren. Und wenn wir diese Ausschläge uns anschauen, dann kann man sehen, dass es User-Generated Content ist. Das heißt Content, hier oben rechts, Content, der von großen Accounts generiert wurde, Leute, die wirklich das Produkt schon so cool finden und irgendwie kreativen Content erstellen für die Marke Lindt und Lindt wusste gar nichts davon. Und diese Leute sind auch eigentlich prädestiniert dafür, dass sie Brand Ambassador, also Markenbotschafter für diese Marke werden können. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, das sind ja nicht die einzigen, sondern wir haben insgesamt über 1000 Influencer identifiziert. Der nächste Schritt war, wir haben uns überlegt, okay, wie können wir diese jetzt dazu bringen, dass sie für die Marke Lindt bloggen oder Posts veröffentlichen und haben einen Wettbewerb gestartet. Und zwar mit dem Ziel, dass die Top 10 Influencer die Brand Ambassador werden von Lindt für das Jahr 2017 und einen Jahresvertrag bekommen und wirklich eine Bindung mit dieser Marke aufbauen können. Insgesamt haben 282 Influencer mitgemacht. Das ist eine sehr beachtliche Zahl, weil die Schweiz, es waren nur Schweizer Influencer, ist jetzt nicht so groß, und haben 282 Schokoboxen verschickt. Also nicht wir, aber Lindt. Und den Influencern hat es sehr gut geschmeckt und sie haben beachtliche Ergebnisse gezeigt. Und zwar hatten sie 10 Tage Zeit im Dezember und konnten nach Wunsch, nach eigener Kreation, konnten sie Bilder mit dieser Schokolade machen. Es wurden insgesamt 874 Posts veröffentlicht. Bei 282 Influencern ist es eine sehr hohe Menge. Das heißt, welche, die haben zum Teil 10-mal irgendwelche Bilder gemacht, jeden Tag, und waren so über dieses, fanden das Produkt so cool und die Marke so cool, dass sie unbedingt diese Brand Ambassador werden wollten. Insgesamt hatten wir eine Brutto-Reichweite von 13 Millionen erreicht über diese Kampagne und eine durchschnittliche Engagement Rate von 5,88%. Was wirklich erstaunlich war, ist, dass diese Influencer alles dafür getan haben, um dieser Marke, diese Brand Ambassador zu werden. Und Lindt, wie man hier sehen kann, hatte auch wirklich hochwertigen Content, den sie selber noch verwerten konnten, und wir waren selber überrascht über diese Qualität. Diese ganze Kampagne wurde automatisiert über unsere Plattform abgewickelt. Das heißt, diese 10 Influencer laufen aktuell, machen jeden Monat Bilder, Kampagnen, werden eingeladen zu Events, und ich glaube, das ist auch das Ziel und auch die Zukunft des Influencer-Marketings, wirklich Brand Ambassador zu bekommen, die hinter dem Produkt stehen und die auch wirklich in die Marke integriert werden. Und es könnten auch, also von klein bis groß, es spielt keine Rolle, weil am Ende zählt die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und auch wenn das Thema sehr datenbasiert gerade ist, sehen wir hier einen großen Trend. Diese ganzen Kennzahlen und Daten haben wir auf unserer Plattform ReachBird zusammengefasst und integriert und lösen damit sowohl die Suche als auch das Management und die Analytics so einer Kampagne. Und sowas wie die Topic Distribution und Engagement Rate ist für viele Unternehmen extrem wichtig. Und unsere Suchmaschine funktioniert nicht anders wie Google. Man gibt oben links ein Keyword ein, wie zum Beispiel Schokolade oder Fitness. Und aufgrund der historischen Daten, das heißt, jeder Influencer sollte auch es gibt Influencer, die schreiben, posten ein Bild über Fitness und schreiben aber, dass sie gerade eben Kaffee trinken oder was weiß ich, und können dadurch natürlich nicht identifiziert werden. Und wir raten natürlich, wir coachen auch ab und zu Influencer und geben Guidelines raus, wie sie natürlich ihre Posts am besten gestalten können, damit sie auch gefunden werden können. Und über unsere Suchmaschine funktioniert das automatisiert. Und man erhält verschiedene Kennzahlen und kann diese Influencer hier in diesem Tool vergleichen. Zudem sind auch die Influencer relativ frei in unserem Tool, wenn sie eine Anfrage bekommen von einer Brand. Die werden quasi ausgesucht und werden eingeladen zu einer Kampagne mit dem ganzen Briefing. Haben die Möglichkeit, wirklich selber
zu sagen, ob die Marke zu einem passt oder nicht. Und das ist genau unsere Philosophie, dass keine bezahlte Werbung rausgeht, ohne dass da wirklich auch irgendwas dahinter steckt, eine Leidenschaft oder ein Bezug zum Produkt. Zudem haben wir einen Campaign Manager. Das bedeutet, wir, also multifunktionalen Campaign Manager, das heißt, die ganze Abwicklung so einer Kampagne, wie jetzt zum Beispiel mit Lind, aber auch einfachere Kampagnen sind über diese Plattform möglich. Es kann Content Monitoring, läuft über die Plattform ab, ein Influencer-Chat, das heißt, uns ist auch wichtig, dass die Influencer mit den Kunden direkt in Austausch sind und nicht irgendwie über dritte Agenturen oder andere Anbieter eben arbeiten müssen, weil wir glauben, dass wirklich die Brand und der Influencer am besten den Content kreieren können. Und die ganze Abwicklung läuft über unser Tool. Zuletzt, hauptsächlich wichtig für Marketingleute, ist natürlich, was hat man die Kampagne gebracht, haben die Influencer performt und was für eine ROI habe ich am Ende des Tages. Und hier haben wir sowohl quantitative als auch qualitative Analysen. Das bedeutet, wir analysieren auch die Kommentare von solchen Posts in solchen Kampagnen und den gleichen Technologie, wie wir vorhin besprochen haben. Was ist für eine Tonalität in diesen Kommentaren? Sprechen die Leute positiv, negativ oder neutral über die Produkte, über die Bilder? Und jeder Influencer wird nochmal einzeln analysiert. Und Influencer können auch selber dann ihre Performance und ihre Performance sehen und selber sich bewerten und schauen, ob sie auch wirklich den Anspruch genügt haben. Kurz zur Zusammenfassung. Influencer-Marketing, weil wirklich häufig diskutiert wird, ob das der neue Trend ist oder der neue Hype. Am Ende ist es die logische Konsequenz des Empfehlungsmarketings. Und es ist nichts Neues. Es gab immer schon Celebrities, Rockstars, Models, die Empfehlungen abgegeben haben oder auch selbst wir selber sind ja zu unseren Freunden oder Familie sind wir Menschen, die beeinflussen. Und deswegen ist es einfach die logische Konsequenz, ob der Name jetzt Influencer heißt oder Content Creator, spielt eigentlich keine Rolle. Die Sammlung, Strukturierung und Interpretation von den Daten, die wirklich frei zur Verfügung stehen im Netz, sind extrem wichtig für die Entscheidung, ob ein Influencer passt und ob man wirklich die richtige Person wählt. Die sind frei zugänglich, hochqualitativ und jeder kann sie lesen. Und natürlich bedarf es einer gewissen Zeitaufwand, diese Daten zu sammeln und zu strukturieren, aber es lohnt sich am Ende des Tages, weil die Zukunft darin liegt, langfristig mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und die Identifikation ist natürlich der Key, weil am Ende der Kampagne kann natürlich kein Ergebnis mehr verbessert werden, wenn man am Anfang den falschen Influencer wählt. Und ja, deswegen ist es der Key, absolut. Wie ich schon erwähnt habe, die Zukunft wird sein, Brand Ambassadors aufzubauen und in engen Kontakt mit diesen zu stehen. Das bedeutet wirklich Leute, die hinter dem Produkt stehen, wie schon erwähnt. Und es ist nicht so einfach, weil viele Leute, viele Brands gerade draußen sind, die sich die besten Leute schnappen. Deswegen müsst ihr schnell sein, wenn ihr Influencer sucht. Ihr müsst wirklich sicher sein, dass die Influencer auch wirklich zu euch passen. Deswegen macht eine Testkampagne vorher, arbeitet mit ihnen, schaut, wie sie arbeiten, also ob sie professionell sind, ob sie die Post richtig einreichen und so weiter und so fort. Und wie das Bild schon so schön sagt, also die Daten müssen in Zukunft die Basis sein, die Grundlage sein für das Bauchgefühl. Am Ende sind Influencer immer noch Menschen, ihr seid Menschen. Und man muss natürlich ein Gefühl haben, ob diese Person zu einer Marke passt. Aber es gibt so viele Daten und so viele Informationen da draußen, die einem helfen können, ob diese Informationen wirklich, ob diese Influencer wirklich zu einem passen. Und das lege ich euch wirklich ans Herz, weil ich so viele Artikel lese, wo Leute schreiben, Sascha Lobe erst gestern, dass 90% aller Influencer-Marketing-Kampagnen nicht effektiv sind, dafür die anderen 10 umso effektiver, aber eigentlich ohne Daten das belegen kann. Und genau, deswegen lege ich das euch ans Herz, dass diese Daten, auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, extrem wichtig sind. Genau, vielen Dank. Wer diese Präsentation haben möchte, der kann mir gerne einfach eine Mail schicken. Und ich bin noch ein bisschen hier
hier rum und ich bin offen für Fragen und freue mich drauf. Danke. Ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen. Ich hätte aber als erstes noch mal selber eine. Du hast gerade Zahlen gezeigt. Das waren ja hauptsächlich Daten von Instagram, die ihr da auswertet. Fokussiert ihr euch komplett auf Instagram oder seid ihr auf den anderen Netzwerken auch unterwegs? Genau. Und wie kommt ihr dann an die Daten? Ja, also wir sind auf allen Netzwerken. Natürlich Instagram jetzt nur als Beispiel, weil es sehr schön ist mit den Bildern. Wir kommen an den Daten an die offiziellen Schnittstellen von den einzelnen Kanälen. Okay, wobei das ja bei Facebook nicht ganz so einfach ist, ne? Ja, Facebook sind wir noch nicht so aktiv, aber die anderen YouTube, Instagram, Blogs natürlich auch. Ja, genau. Okay. So, Fragen aus dem Publikum. Da ist die erste Frage. Bitte aufs Mikrofon warten. Ja, eine Frage oder sagen wir mal irgendwie ein, ja, ich nenne es mal Frage. Diese 13 Millionen Bruttoreichweite ist natürlich ein großer Trugschluss meinerseits, glaube ich, weil im Endeffekt 13.000 bei 847 oder 874 Posts macht ja ungefähr 15.000 Bruttoreichweite pro Post. Wenn man das runterbricht auf Likes, Interaktionen und so weiter, das wird deutlich weniger sein. Das heißt, das sind ja wirklich sehr kleine Mikroinfluencer, wie es wahrscheinlich alle gewesen. Keine bekanntere Influencer, wahrscheinlich auch keine der Top-Influencer jetzt dementsprechend. Sind auch Top-Influencer dabei? Ja, in der Schweiz. Also in der Schweiz, es waren nur Schweizer Influencer. Da gibt es nicht so große, wie jetzt irgendwie in Deutschland oder international. Aber es waren auf jeden Fall welche auch mit einer Millionen Reichweite dort. Mhm. Aber auch sehr, sehr viel kleine, klar. Okay, und die Kampagne lief dann so, dass im Endeffekt Lind den vorher schon was bezahlt hat, damit die sich dann da beworben haben? Also, oder war es einfach nur der Hinweis, man könnte einen Jahresvertrag bekommen, der dann dotiert wird mit x Euro oder so für die bestimmten Posts? Genau, ja, eigentlich schon. Okay. Die haben quasi die Produkte zugesendet bekommen und das war eben faszinierend, wie viele Leute mitgemacht haben, auch für uns, ja, weil eigentlich, man sagt ja, keiner macht mehr was ohne Geld, aber wenn wirklich jemand hinter der Marke steht und die Marke cool findet, wir hatten auch gute Response von denen, die nicht gewonnen haben, weil sie kriegen jetzt von Lind immer noch Schokolade zugeschickt, aber versucht trotzdem eine Bindung herzustellen, ja. Und dann meine zweite Frage, wenn ich noch darf. Snapchat, Musical.ly könnt ihr aber aktuell noch gar nicht anbinden, oder? Also Snapchat bieten wir an, aber wir können quasi nichts tracken eigentlich. Genau, also offene APIs gibt es da ja nicht, die ihr da mitziehen könnt. Okay, gut. Gibt es weitere Fragen? Hallo. Wie macht ihr Qualitätssicherung? Also wenn ich jetzt einen Post, also eine Kampagne da einbriefe und ich möchte, dass mein Markenname richtig geschrieben wird, dass die Hashtags richtig angewendet werden, dass der Content auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Wie macht ihr Qualitätssicherung? Genau. Also du schreibst selber dein Briefing als Marke. Dieser wird quasi, also es gibt verschiedene Briefings für jeden Kanal unterschiedlich, also man kann sehr genau briefen. Dieser kriegt der Influencer zugeschickt, wenn er eingeladen wird und kriegt per SMS und E-Mail eine Nachricht. Er kann in sein Dashboard reingehen und sich die Kampagne anschauen erstmal und kann sagen, okay, ich möchte überhaupt da mitmachen. Und dann geht es so, dass quasi der Influencer, sobald er mitmacht, den Content erst auf Reachbit hochlädt. Man als Advertiser, also als Marke, diesen Content anschauen kann, man kann auch mit dem Influencer chatten, man kann Feedback geben, Feedback-Loops sind eingebaut, man kann selber entscheiden, wann der Content wirklich so weit ist, dass er gepostet werden kann, live gehen kann. Also es macht ihr quasi selber. Die Qualitätssicherung der Influencer machen wir auch automatisiert, das heißt, die melden sich bei uns an, geben alle Daten an und wir durch unsere Technologie schauen auch, gibt es Fake-Follower, das kann man sehr schnell sehen und manuell zum Teil überprüfen wir dann auch die Influencer, die sich bei uns anmelden. Ja, extrem starke Wachstum zum Beispiel innerhalb von wenig. Wir müssen, glaube ich, das Mikro nehmen, weil sonst hören wir nichts. Sorry. Aber im Grunde ist das ja im Moment noch das Einzige, was man messen kann, eine Verlaufskurve im Fanwachstum. Ja? Also, dass ihr einfach guckt, ist die organisch gewachsen, hat die sich einigermaßen organisch entwickelt, gibt es Einbrüche oder? Auch, ja, es gibt noch mehrere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Verhältnis zwischen Likes und Kommentaren und noch ein paar andere. Ja. Aber persönlichen Kontakt habt ihr gar nicht zu den Influencern? Doch, wir machen ab und zu Events auch. Wir versuchen natürlich auch mit denen im Kontakt zu sein, vor allem jetzt in der Dachregion. Wir haben auch sehr viele internationale Influencer, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und versuchen natürlich über viel Content hier eine Bindung aufzubauen. Ja. Dann ist da hinten eine Frage. Nochmal winken am besten, genau. Ähm,
wie kommen die Influencer zu euch? Also wenn ich jetzt jemanden finde, der noch nicht in eurem Tool ist, was mache ich dann? Der nicht in unserem Tool ist? Ja. Also aktuell haben wir über 7000 Influencer bei uns registriert, aus der ganzen Welt, in jedem Bereich. Zudem haben wir eine Datenbank von 80.000, die wir identifiziert haben, auf die man zurückgreifen kann, wenn man nicht die richtigen Influencer findet. Also es kam noch nicht vor, dass in diesen 80.000 nicht die richtigen waren. Ja. Was waren die Kriterien, um halt in diese Datenbank reinzukommen? In die Datenbank, also einmal Followeranzahl, natürlich das Wachstum, das Gleiche und auch die Verhältnisse zwischen Likes, Kommentare. Ach so, okay, was du gerade gesagt hast. Okay. Genau. Ja. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ja, ich sehe keine Hand. Dann danke ich dir, Julian. Ja, danke auch. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und viel Spaß jetzt noch auf der Rock the Block. Dankeschön. Ein Applaus für Julian. Tschüss.